Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Review. Heute dreht sich alles um den Saren Blaster Rescue Sword. Was der gute Kopf so zu bieten hat, das erfahrt ihr gleich. Ja, Saren Blaster stellt in seiner Alternativform einen Rennwagen/Polizeiwagen dar. Eigentlich mehr Polizeiwagen als Rennwagen. Und das Design ist einfach mega. Von allen Sorts des Turbo-Megasorts gefällt mir dieser am besten. Vor allem in seiner Alternativform. Das Design ist einfach mega geil. Voll Blade Runner-Style hier, so zukunftsmäßig. Altered Carbon. Das ist wirklich Top-Design worden. Und das ist einer der schönsten Alternativmodi für Sorts, die ich mir eigentlich vorstellen kann. Wir haben hier oben die Beleuchtungseinheit, beziehungsweise die Rundumleuchten. Und dann haben wir hier mit Stickern beklebt, aber ich glaube, das hier vorne ist, das ist bemalt und hier ist der Sticker drauf, glaube ich. Genau. Sie haben den Frontteil bemalt und den Rest mit einem Sticker versehen. Auf der Scheibe hier vorne und das Ganze hat so ein typisches 80er-Jahre-Design hier. Wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, wie es in den 2000ern oder 2018, 19, 20, 21, je nachdem, aussehen würde. Und das gefällt mir sehr gut. Hat sowas wie Ramrod vorne, diesen Style wie von Saber Rider. Und die Star Sheriffs, also das gefällt mir sehr gut. Auch sehr viele Details hier im Old Mode mit diesen ganzen Vertiefungen und Luken und Öffnungen. Hinten haben wir einen Sticker drauf auf der Heckscheibe mit der Nummer 2 als zweites Teammitglied. Hier hinten nochmal eine große 2. Und hier hinten Diecast-Teile. Auch diese werden heute nur noch sehr selten verbaut. Bei Transformers kennt man das aus der Masterpiece-Serie. Dort wird noch Diecast verbaut, aber hier waren sie standardmäßig schon eingebaut. Ja, die Räder sind dieses Mal nicht aus Gummi, sondern aus Plastik, ist aber nicht weiter schlimm. Dann haben wir hier vorne Frontscheinwerfer und aus diesen beiden Öffnungen feuert Saren Blaster seine Energiestöße ab. Ja, kommen wir zum Robotermodus des Saren Blaster. Der ist eigentlich ziemlich simpel. Wir bewegen die Beine einmal nach unten, drehen die Figur einmal und dann müssen wir die Beine einmal nach außen ziehen, sodass sie einrasten. Dann haben wir hier die Füße, die bewegen wir einmal nach vorne. Auch diesen Fuß bewegen wir einmal nach vorne. Wir bewegen die Arme einmal nach außen und nach unten. Wir bewegen das Frontteil des Fahrzeuges einmal nach vorne. Und schon haben wir den Saren Blaster in seiner Roboterform. Und auch in der Roboterform gefällt er mir sehr gut. Gut, die Arme hätten sie vielleicht noch ein bisschen besser designen können. Aber von den ganzen Teammitgliedern des Rescue Megazord ist dieser hier mit der tollste. Gut, das ist jetzt alles hier hinten auf dem Rücken, ist jetzt eigentlich ziemlich simpel und einfach, aber er ist trotzdem nicht dick. Also er hat kein großes Backpack, was sich von Vorteil erweist. Kommen wir zu den Details, die Saren Blaster hat. Wenn man sich den Kopf anschaut, muss man sagen, oh, da haben sie aber wirklich gute Arbeit geleistet. Und auch hier spiegelt der einzelne Charakter das Aussehen wieder. Also wir können deutlich sehen, dass wir hier einen Polizeihelm bzw. eine Polizeimütze aufhaben. Das ganze Thema von Saren Blaster ist ja Polizei. Und das spiegelt sich hier ganz gut wieder. Wie man sehen kann, sind die Verbindungselemente hier vom Arm zur Brust auch aus Diecast. Sehr cool gemacht, alles sehr stabil. Das liegt letztendlich auch daran, dass Saren Blaster ein Teil der Beine, der Brust und der Hüfte wird. Und ja, das werde ich euch natürlich gleich zeigen. Hier unten haben wir noch einen Sticker. Die Beine sind hier oben mit Silber abgesetzt. Sehr schön. Noch nicht viel abgenutzt hier. Und wir haben hier noch orangene Sticker, die auch sehr cool aussehen. Ja, kommen wir zu den Bewegungspunkten von Saren Blaster. Die Arme lassen sich drehen um 360 Grad. Wir können sie auch ein bisschen nach oben und nach unten bewegen. Aber das war's dann generell auch schon, wie bei den anderen sonst auch. Also wie gesagt, ich finde den Robotermodus eigentlich ziemlich cool. Kommen wir zum Brustmodus oder ja, wie kann man sagen, Hüftmodus. Wir lassen die Beine einmal so. Bewegen die Arme einmal nach oben. Aber vorher müssen wir noch den Brustbereich einmal wieder nach oben klappen. Bewegen die Arme wieder in ihre ursprüngliche Position. Splitten einmal das ganze Fahrzeug. Und dann haben wir hier unten diese Steckpunkte hier. Und die Gegenstücke befinden sich dort und dort. Wir müssen das Bein mal richtig ausrichten, so. Und wir klappen das ganze Teil einmal nach vorne und dann müsste es eigentlich sauber einrasten. Dort haben wir es gehört. Dann drehen wir die ganze Sache einmal und das ist die Front des Turbo Rescue Megazord. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Diecast-Teile. Die müssen wir einfach ausklappen. Und schon können wir Saren Blaster
auf Star Racer und Thunderloader befestigen. Um ihn wieder zurück zu transformieren, müssen wir die Diecast-Teile einfach wieder einklappen. Drehen das ganze Teil einmal, lösen die Frontsektion, klippen das da wieder ein, bewegen die Beine wieder nach innen. Das ist immer sehr wichtig, dass ihr das macht. Ansonsten ja, könnte man was kaputt machen. Also wir bewegen die Beine einfach nach innen, das Teil nach innen und bewegen das ganze Teil dann wieder nach oben. Zu guter Letzt müssen wir einfach nur noch die Füße nach hinten klappen und schon hätten wir Siren Blaster wieder in seiner Fahrzeugform. Das soll es wieder mal gewesen sein, meine Freunde. Haut rein, ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.